Willkommen zur 19. Übung. In der 19. Übung geht es darum, Instanzen zu zählen. Das machen wir am besten am Beispiel unserer Personenklasse. Und welche Sie da nehmen, ist egal. Ich habe jetzt mal diese Personenklasse aus der ersten Übung mit dem UML-Diagramm genommen. Also die Person mit STD-String für Vorname, Nachname und so weiter. Dann ist es nicht ganz so schwierig, was Neues quasi da drauf zu basteln. Hier ist es auch relativ einfach. Sie können aber auch das mit den Char-Pointer nehmen, können Sie später erweitern. Hier geht es jetzt erstmal nur darum, ja, das reinzubasteln, dass man jederzeit weiß, wie viele Instanzen es gibt, und das soll automatisch passieren. Das heißt, immer wenn eine Instanz erzeugt wird, noch eine Person, ja, und irgendwie was. Und ich könnte jederzeit jetzt abfragen, wie viele Personen gibt es denn? Würde ich das hier oben machen, hier in der Zeile 7, dann wird da stehen 0, weil es gibt noch keine Instanzen. Ab der Zeile 8 dann 1 bis 14 und hier ab Zeile 15, wenn man hier dann fragt, müssen dann da 2 stehen und so weiter. Also man jederzeit soll die Klasse Person wissen, wie viele andere Personen es denn gibt. Also die Klasse Person ist ja quasi nur die, ne, die Klasse selbst. Und hier sollen wir wissen oder jederzeit wissen können und auch abfragen können, wie viele Instanzen von dieser Klasse denn aktuell existieren. Vielleicht wissen Sie schon, wie es geht, und es gibt es auch unter einem berühmten Namen eines bestimmten Patterns, aber überlegen Sie mal, ob Sie selbst auf die Lösung kommen. Und hat natürlich was mit der letzten, mit dem letzten Video, der letzten Vorlesung zu tun. Und dann gucken wir mal, ob Sie auf dieselbe Lösung auch gekommen sind. Wenn Sie irgendwelche anderen Lösungen natürlich haben, immer gerne im Moodle-Forum dann reinposten. Und dann können wir da auch drüber sprechen. Bis zur Musterlösung. Tschüss.